Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht. Sie sprechen nicht die Sprache nur des Jahres. Aus Dunkel dringt ein buntes Offenbares und hat vielleicht den Glanz der Eifersucht, der Toten an sich, die die Erde stärken. Was wissen wir von ihrem Teil an dem? Es ist seit lange ihre Art, den Lehm mit ihrem freien Marke zu durchmerken. Nun fragt sich nur, tun sie es gern? Drängt diese Frucht, ein Werk von schweren Sklaven, geballt zu uns empor, zu ihren Herren? Sind sie die Herren, die bei den Wurzeln schlafen und gönnen uns aus ihren Überflüssen dies Zwischending aus stummer Kraft und Küssen? Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht. Wir haben in vielfältiger Form mit Pflanzen und ihren Früchten zu tun. Sie sprechen nicht die Sprache nur des Jahres. An den Pflanzen und ihren Früchten können wir nicht nur den Lauf des Jahres absehen. Aus Dunkel dringt ein buntes Offenbares. Aus dem Erdreich, das naturgemäß dunkel ist, da kein Licht hineinkommt, wächst die für uns sichtbare bunte Pflanzenwelt. Und hat vielleicht den Glanz der Eifersucht der Toten an sich, die die Erde stärken. Unter der Erde liegen die Toten, die auf eine gewisse Weise auch nichts anderes als Kompost sind, das die Erde fruchtbar macht. Aber wenn die Toten Empfindungen hätten, vielleicht wären sie dann eifersüchtig auf uns Lebende, die sich an der Pflanzenwelt erfreuen dürfen. Was wissen wir von ihrem Teil an dem? Was wissen wir von der Rolle der Toten, die sie bei der Entstehung der Pflanzen spielen? Es ist seit lange ihre Art, den Lehm mit ihrem freien Marke zu durchmerken. Wie gesagt, seit immer gehören die Toten zum Kompost. Irgendwann ist man als Toter so weit aufgelöst, dass man sein ganzes Inneres an den Lehm, also die Erde, abgibt. Also geben auch die Knochen den Mark ab. Nun fragt sich nur, tun sie es gern? Freuen sich die Toten, dass sie so zum Pflanzenwachstum beitragen dürfen? Tote freuen sich normalerweise sowieso nicht, aber es soll ja auch nur ein poetisches, leicht makabres Gedankenspiel sein. Drängt diese Frucht ein Werk von schweren Sklaven geballt zu uns empor, zu ihren Herren? Sind diese Toten, deren Bestandteile zu neuer Nahrung für die Pflanzen werden, so etwas wie Sklaven für uns, die geopfert werden, damit wir Früchte ernten können? Sind sie die Herren, die bei den Wurzeln schlafen und gönnen uns aus ihren Überflüssen dies Zwischending aus stummer Kraft und Küssen? Sind die Toten in Wahrheit so etwas wie die Herren über uns? Und ist das, was sie an uns in Form von Nährstoffen als diese Frucht weitergeben, eine gönnerhafte Gabe aus ihrem unermesslichen Reichtum? Diese Frucht, die auch immer ein Ergebnis von Küssen als Andeutung von geschlechtlicher Vereinigung ist und von anderem uns verborgenem, stummen Wirken, zum Beispiel Zellteilung?